Blossom Nail Couture kommt wieder mit neuen Dingen um die Ecke. Ja. Eure Lieblings-Metal-Sticker habe ich jetzt noch in lang geordert. Und zwar mit so süßen Sachen, die jetzt in den Frühling passen, die in jede Jahreszeit passen, die einfach, ja, alltäglich sind. Alles nur Motive, die einfach immer gern genommen werden. Heißt, ich habe unterschiedlichste Sachen von Butterfly über Herzchen, Röschen, Blumenranken, Nieten, diesmal auch auf Wunsch in quadratisch und mir geholt, um sie euch anbieten zu können. Heißt, ich werde sie euch jetzt im Einzelnen mal zeigen. Ja, und dann werde ich ein paar live hier wieder mit euch auftragen. Ist eine ganz klare Sache, damit ihr seht, wie toll sie sich lösen lassen, wie stark sie allerdings auf dem Nagel dann haften. Ich werde mir vor allem auch so Sachen aussuchen wie so extrem dünne Geschichten, die oft gerne mal reißen. Dass ihr seht, ihr könnt die, also so eine lange Stilettos hat, glaube ich, keiner. Schaut mal, das ist also wirklich mutationslang. Hier ist ein Nagel und ich habe ja nun schon Überlänge. Also selbst wenn ich jetzt ein Stiletto hätte, habe ich ja auch schon oft genug gemacht. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, da kommt ihr ewig mit hin. Ich habe diesmal mal die längere Form genutzt, weil einige gesagt haben, ach Mensch, ja, ich fand das schön mit den quadratischen, aber ich hätte das gerne mal so wie, ja, am Stück und schmal. Geht auch, habe ich jetzt auch besorgt. Ja, kommt jetzt zeitnah in den Shop. Es sind sehr viele Motive, deswegen ein bisschen Geduld bitte. Also wenn einer später das Video sieht, wir haben jetzt heute Anfang März, also sprich, ich glaube 10. März haben wir heute 2018, also sollte einer das Video später sehen, dann ist das wahrscheinlich schon lange im Shop. So, ich fange jetzt mal an. Ich zeige sie euch, unterlege das mit ein bisschen Musik. Ich brauche da nicht viel zu erzählen. Und dann komme ich wieder mit dem Live-Auftrag. Motive wurden ausgesucht. Ich werde jeweils davon natürlich euch jetzt zeigen, wie toll das wieder klebt. Das ist das Erste. Dann will ich euch zeigen, wie super sich die lösen lassen. Gerade böse Falle bei solchen dünnen Linien und auch hier hinten, da kann man das auch noch mal wundervoll sehen. Das sind dünne, noch dünnere kleine Pünktchen mit einer Blume immer. Böse, böse Falle. Eigentlich reißt das dann gerne, weil die ja auch so hauchdünn sind. Ihr kennt das schon von den anderen Stickern, die sind ja beliebt ohne Ende, meine Metal-Sticker. Und genauso werden die auch sein. Dann möchte ich klar dieses Motiv noch aufbringen. Und ja, da legen wir doch gleich mal los. Wir beginnen mal mit dem goldenen Schätzchen hier. Ihr könnt das schon sehen, die kommen wieder auf einem, ja, immer transparenten Trägerpapier daher. Das heißt, ihr habt da keinerlei Probleme, die dann danach wieder bei euch in die Schublade zu packen und ja, auf den nächsten Kunden warten zu lassen. Jetzt bin ich gerade hier unscharf, ne? So. Wartet mal, das kann doch nicht sein. So, also wir lösen sie jetzt natürlich erstmal vom Trägerpapier. Dazu, das habe ich auch schon mal erklärt, knicke ich das immer so ein bisschen an. Und ich möchte ja jetzt diesen dünnen mittleren Streifen, jetzt hätte ich schon
Den könnte ich, wenn ich wollte, im Ganzen abziehen, will ich aber nicht, ne? Ich möchte ja jetzt nur meinen Nagel so ein bisschen damit bestücken. Das bedeutet, ich gehe mit der Pinzette drunter, ziehe mir ab da ab, wo ich ihn haben will. Das ist witzig. Obwohl das so gut hält, geht das perfekt. Na? Die Kamera weiß gar nicht mehr, was es schärfen soll. So. Da seht ihr das auch, wie auch dünn der ist. Jetzt nehme ich mir den Tipp. Und das ist egal, ob er nun mattiert ist oder nicht mattiert ist. Das ist völlig Wurst. So, packe jetzt mein Motiv. Also platziere es so. Das muss ich doch mal mit dem Nagel machen jetzt. Platziere es so, wie ich es gerne hätte. Achtung, so wie es drauf ist, klebt das sofort. Wie verrückt. Also, ich packe jetzt hier mal weiß drunter. Also wirklich vorher genau arretieren. Ihr könnt dann hier die restlichen wieder entweder mit dem, das werde ich jetzt auch gleich mit der Pinzette machen, abziehen. So, ich drücke es hier fest. Und dann nochmal die Pinzette nehmen, um den Rest hier abzu. Zack. Und dann könnt ihr das herrlich hier sehen. Schaut euch das an. Ich werde das gleich noch versiegeln, damit man auch sieht, dass man da wieder nichts sieht. Aber ich will die drei Motive noch aufbringen. Also, ihr könnt das schon sehen, ne? Es ist hauchdünn. Man kann ja sehen, guckt mal, wie groß der Tipp jetzt in der Nahaufnahme hier scheint. Das ist wirklich klasse. Und was ich eben schon sagte, gilt natürlich für alle Motive. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr nehmt ja meistens hiervon eigentlich nicht eine ganze Reihe ab, so wie ich es jetzt mache. Moment. Bin kurz aus dem Bild. Oder wartet mal, man könnte ja hier wieder weiter weggehen, dann kann man das wieder herrlich sehen. Müsst dann immer erstmal lösen. Jetzt habe ich es gelöst. Und auch hier könntet ihr das in einem jetzt abziehen. Macht man aber in der Regel ja nicht. Eigentlich bringt man ja nur ein einziges Motiv davon auf den Nagel. Das heißt, das probieren wir jetzt mal. Ich hoffe, ich kann das so lösen, dass es genau bei einem Motiv abgeht. So. Ich habe es jetzt einfach wieder mit der Pinzette abgemacht und setze es jetzt hier drauf, weil die Kundin beispielsweise nur ein kleines Einzelmotiv haben wollte. Ich zeige euch das, wie gesagt, das ist ja eine extrem Nahaufnahme jetzt. Es ist auch wirklich fast schon zu nah. Man sieht ja schon gar nichts mehr. Nehmen wir mal einen hellen Untergrund. Ja, da kann man das jetzt besser sehen. Wie gesagt, ich versiegel es ja gleich nochmal. Dieses Motiv ist winzig, winzig klein. Das seht ihr. Ne? Also ihr könnt das sogar einzeln abmachen. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn ihr das einzeln löst, so wie ich hier eben, ne? Und nicht im Strang löst, ey, dann habt ihr endlos viel Material, was ihr an den Kunden verwenden könnt. Also das ist der absolute Hammer und das für den Preis. Also besser geht es nicht. Heißt, zweites Motiv ist drauf. Wie gesagt, ihr könntet es ja auch, ihr könnt auch so zweimal oder dreimal das Motiv aufbringen. Aber ich will euch halt heute jetzt zeigen, was alles so in dem Moment möglich wäre. Ne?
Also, ob man es nachher so macht oder nicht, ist eine andere Sache. Wie gesagt, wenn es gleich versiegelt ist, dann spiegelt auch nicht mehr so der obere Teil des Tipps. Wartet mal. Sondern dann ist ja alles. Aber hier kann man es jetzt wahnsinnig gut sehen. Na, also das finde ich schon mal sehr toll. Und dann noch dieses Schatzel. Da nehme ich jetzt wieder einen längeren Strang. Die großen Motive, dass die immer funktionieren, ich kann es euch hier jetzt auch zeigen, ist klar. Ne, die kann man immer einfach abziehen. Und auch so lang, wie ihr wollt. Ich lasse es jetzt mal zurückploppen und klebe es wieder an, weil wir wollten ja noch hier diesen filigranen Part in der Mitte testen. Und guckt mal, obwohl, hier kann ich es glaube ich schon jetzt abtrennen. So. Und das würden wir dann mal so als zweites, muss ich wieder mit der Hand so ein bisschen nachhelfen. Das ist einfach sonst schwierig, so zu platzieren, wie man es gerne hätte. Ich möchte das ja jetzt hier. So. Schaut mal. Das ist doch der Hit, oder? So, das versiegeln wir jetzt mal kurz. So, ich denke mal, das Ergebnis, das braucht sich nicht schämen. Schaut euch das an. Und jetzt kann man auch sehen, anhand meiner Staubabsaugungsabdeckung, natürlich die Blossom, ne? Das ist schließlich Blossom Nail Couture. Das steht da oben versteckt. Nein, ohne Scherz. Guckt euch das Ergebnis an. Das Ergebnis ist erste Sahne. Jetzt leider unscharf, aber jetzt wieder scharf. Das Ergebnis ist erste Sahne. Da kann man nichts sagen und man kann sogar die Motive einzeln rausfischen. Also Leute, wenn euch das nicht gefällt, weiß ich auch nicht. Bis zum nächsten Video. Tschüss.